Mein Name ist Daniel. Ich möchte euch heute über mein Jahr 2021 erzählen. Ich denke, für viele von uns war das Jahr, wie auch 2020 schon, ein nicht ganz so einfaches Jahr. Im Januar 2021 knackte ich auf YouTube die 1000 Abonnenten. Das war mein Ziel seit 2 Jahren. Ich habe Fitness-, Ernährung- und Mindset-Videos gemacht. Doch im Februar 2021 kam dann plötzlich alles ganz anders als erwartet. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft. Was geht ab, Leute? Da ich auf YouTube immer mein Leben dokumentieren wollte, habe ich die Fitnessvideos an den Nagel gehangen, mir eine GoPro gekauft und ich bin raus in den Wald, um Rad zu fahren. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zum Glück konnte ich dieses Hobby mit meinem besten Freund Steve teilen. Ach ja, er hat sich natürlich übrigens auch ein Fahrrad gekauft. Durch Steve lernte ich Marvin kennen. Er hat uns die ersten Steps auf dem Mountainbike gezeigt und uns langsam an das ganze Thema herangeführt. Nach vielen Stunden auf den Trails wurde nach dem Lockdown schon sehnsüchtig der erste Besuch in einem Bikepark erwartet. Jo Leute und einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben 7 Uhr. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so früh aufgestanden bin in meinem Leben. Und der Grund dafür ist, dass wir in den Bikepark fahren. Und so ging es nach Olpe. Ich filmte natürlich mein erstes Video im Bikepark und parallel wurde auch meine Community hier auf YouTube langsam größer. Ein paar Tage nach dem Video aus Olpe erhielt ich eine E-Mail mit einer Nachricht, dass ich doch unbedingt mal ein paar Fahrtechnikstunden nehmen sollte, damit auch die Qualität meiner Videos zu meinem Können auf dem Rad passen sollte. So lernte ich Thomas kennen. Ich bin der Thomas von der Bikeschule Free and Ride. Das ist die Gravity MTB Bikeschule. Ich mache also diese Fahrtechnikkurse, die nicht auf dem Parkplatz stattfinden, sondern hier nur im Bikepark. Springen etc., mentale Probleme, Hürden nach Stürzen überwinden. Sowas ist mein Spezialgebiet. Ich bin auf den Daniel gekommen, weil ich gucke mir immer alle Olpe-Videos an. Und gerade Bikepark OE-Videos, wo das Hashtag Anfänger oder sowas drin ist, sind für mich sehr interessant. Und der Daniel macht einfach super gut geschnittene Videos.
ist hochqualitativ. Und dann habe ich gedacht, dann versuche ich doch mal, da er ja wirklich fit ist, einfach nur die mentalen Blockaden zu bekämpfen bei ihm. Die Dämonen, wie Fabio Schäfer so schön sagt, fight your demons, und da sind wir heute dran. Und ich hoffe, dass ich den Daniel heute über die ein oder andere Sache hier im Bikepark schön sicher drüber ziehen kann und dass wir ein bisschen Spaß haben. Durch seine Trainings gewann ich endlich Sicherheit und vor allem auch das Hintergrundwissen, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Damit ich weiß, wann ich was auf dem Rad machen muss und vor allem auch, warum ich das Ganze machen muss. Ich sag's euch, ich hatte die ganze Zeit die Einstellung, dass mir ein bisschen Trailfahren reichen würde und dass ich gar nicht so viel springen müsste oder Drops fahre oder irgendwie ein Wallride fahren müsste. Darum ging es mir gar nicht. Ich wollte einfach nur Zeit auf dem Rad verbringen, weil ich gemerkt habe, dass es mir gut tut und ich den Kopf frei bekomme. Du fährst einfach nur los, genau, und bleib damit dran. Und go! Und das ist natürlich hier, wenn diese Sicherheit, das hast du ja auch gesagt, ich will mich nicht verletzen. Aber es ist ja ein Widerspruch. Wenn du selbstbewusster fährst, hast du ja gerade selber gemerkt, ich mache mich groß, ich fahre selbstbewusst, bist du ja viel sicherer unterwegs. Und auch wenn du schneller fährst, bist du eigentlich sicherer unterwegs, ja, wie langsam. Ja, freut mich einfach nur. Daniel, denk an das, was wir bis jetzt hier geleistet haben, es hat immer geklappt, oder? Ja. Wir fahren jetzt einfach. Go? Genau. Okay. Go. Oh shit, der Speed danach hat mich ein bisschen überrumpelt. Leute, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe irgendwie den 1,50 Drop gemacht, wo ich echt oben stand und mir dachte, das mache ich einfach nicht. Also echt tausend Dank, das ist echt, also krass für mich einfach heute. Dass ich das Steinfeld gemacht habe und vorher ein bisschen aktiv springen geübt habe, hat den Thomas aber auch nicht gereicht und auch ein, ja, geplatzter Schlauch hat dem Thomas nicht abgehalten, dass wir an dem Tag unbedingt noch die Brücke im Bikepark Olpe fahren sollten. Mir war mal wieder nicht so ganz wohl dabei, aber Thomas hat gesagt, Daniel, du kannst das. Und mittlerweile, wenn der Thomas mir sagt, Daniel, du kannst das, dann glaube ich ihm das auch. Ignoriert die Sprünge vorher einfach mal, weil ich habe mich echt darauf konzentriert, irgendwie da die Brücke zu fahren. Was für Nummer! Doch durch Thomas habe ich unglaublich viel Sicherheit auf dem Rad bekommen und vor allem Selbstvertrauen, wofür ich super, super dankbar bin. Aus einem Video mit Thomas wurde dann noch mehr Videos. Verschiedene Themen. Mittlerweile kann ich sagen, dass Thomas nicht nur mein Trainer, sondern auch ein Freund geworden ist, den ich sehr, sehr schätze. Durch die Fahrtechnik-Videos kamen wieder die ein oder anderen Abonnenten auf YouTube dazu und ich dachte mir so, wieso nicht mal mit einem anderen YouTuber Mountainbiken gehen und was zusammen machen, wie so eine Kollaboration, wie das ja auch andere YouTuber so machen. So kam ich in den Kontakt mit Marc. Oder auch Pottlegende. Kurzerhand ein Treffen auf der Halde Haniel ausgemacht, um zusammen eine Runde Radfahren zu gehen und natürlich auch ein Video zu drehen. Im Anschluss von der Halde haben wir uns noch Zeit genommen, zusammen etwas zu essen und wir haben uns ausgetauscht. Ab diesem Moment war irgendwie klar, dass es gar nicht mehr wichtig war, eine Kollaboration mit einem anderen Mountainbike-YouTuber zu machen, sondern dass es die Begegnungen mit Menschen unabhängig von YouTube sind, die YouTube so genial machen. Und aus einem Treffen für ein Video wurde eine echte dicke Freundschaft. Genau wie mit Thomas haben auch Marc und ich mittlerweile fast jeden Tag Kontakt, auch wenn wir leider etwas weit auseinander wohnen. Habe ich einen neuen Freund gewonnen, mit dem ich genauso befreundet sein würde,
auch wenn einer von uns kein Fahrrad mehr fahren würde. Ab diesem Punkt gab es dann den ein oder anderen Biketrip mit verschiedenen Leuten. Und plötzlich rückte schon das Ende der Saison näher und ein spontaner Bikeurlaub nach Leogang stand auf dem Plan. Gesagt, getan, ab nach Leogang. Um das letzte Wochenende zu nutzen, wo der Park noch auf hat. Ich sag euch eins, ich hatte riesen Respekt vor dem Park, doch Thomas' Worte gaben mir Sicherheit. Leogang ist schon eine krasse Nummer, doch du weißt ja, was zu tun ist, sagte er zu mir. Und ja, eigentlich wusste ich das. Zumindest wie ich sicher die meisten Strecken wieder runter ins Tal finden würde. Und genau das hat auch wunderbar funktioniert. Österreich war eine ganz neue Nummer, ein ganz neues Erlebnis und eine ganz neue Welt für mich. Und ich kann es kaum erwarten, 2022 wieder dort zu sein und mit weniger Angst und mehr Selbstvertrauen wieder auf den Trails zu sein. Nach Leogang klang auch bei uns in Deutschland die Saison so langsam aus. Und ich überlegte mir, wie ich den Winter verbringen wollte. Dann kam ich auf die Idee, 2022 ein Enduro-Rennen zu fahren. Und dafür trainierte ich dann auch noch. Plötzlich knackte ich die 5000 Abonnenten auf YouTube. Und da ich schon das 1000-Abo-Special nicht geschafft hatte, wollte ich zumindest hier etwas Besonderes für die Community tun. Ja, ich weiß, aber keine Ahnung, ist halt jetzt auch schon echt lang her mittlerweile. Was wird so lang her? Es ist Zeit, mal was anderes jetzt zu machen. Was anderes machen? Was willst du denn machen? Mach ein Rap-Video. Ich schrieb einen Song und drehte ein Musikvideo mit dem besten Team, das ich mir hätte für dieses Video nur wünschen können. Denn mein Reifen ist platt. Bremsen von SRAM und die Discbrakes sind nackt. Verpiss dich mit Uphill, ich fahre bergab. Der Weg führt nach oben, die Milestones geknackt. Verpiss dich mit Uphill, ich fahre bergab. Der Weg führt nach oben, die Milestones geknackt. Verpiss dich mit Uphill, ich fahre bergab. Der Weg führt nach oben, die Milestones geknackt. Nun verbringe ich die meiste Zeit auf den heimischen Trails und ich bin wieder genau da, wo ich angefangen habe Anfang des Jahres. Einfach nur im Wald, um den Kopf frei zu bekommen zwischen Arbeit und den anderen Dingen im Leben. Nur eins ist anders. Ich habe ein Hobby gefunden, das ich mit meinen besten Freunden teilen kann. Ich habe Menschen kennengelernt, wo ich immer gute Laune bekomme, wenn ich eine Nachricht von ihnen habe oder man sich trifft. Und ich habe etwas, worauf ich mich jede Woche aufs Neue freuen kann. Einfach aufs Rad zu steigen und in den Wald zu fahren.